drei Wochen vorher kommt man die Pläne rüber. Und dann kann man hier drauf auch trainieren. Der Aufwand ist zwar unterschiedlich, wo jeder betrieben hat, aber zum Teil haben sie die Möbel schon ganz fertig gemacht. Ein paar Mal durchgearbeitet alles und den Ablauf verbessert. Also, ja, und nachher hat man hier Zeit, 13 Stunden, während wir die Möbel arbeiten. Die Besten von hier kommen nachher in die Schweizer Nationalmannschaft. Und die besten zwei von der Schweizer Nationalmannschaft gehen dann an die World Skill. Man kann generell so viel profitieren von diesem Wettkampf, egal ob man jetzt nachher in der vorderen Ränge ist oder ob man halt im Mittelfeld ist oder wo auch immer. Sondern ja, man kann so viel lernen. So, jetzt kommen wir bereits zur Rangprüfung. Ich bin natürlich froh, was es gelungen hat. Es war eine unglaubliche Erfahrung, es war sehr interessant. Natürlich auch mit den ganzen Zuschauern zurechtkommen. Und die Messe ist natürlich super toll und interessant. Für den Schreinermeisterverband war das ein sehr guter Anlass. Wir konnten unseren Beruf näher bringen. Für mich hat es mehrere Highlights gegeben. Zum einen die Schreinermeisterschaft hier in der Halle 3. Sicher ein Novum, völlig etwas Neues, das wir noch nie gemacht haben. Ich würde das sicher auch noch weiterempfehlen. Wie gesagt, das ist eine sehr gute Vorbereitung auf eine Lehrabschlussprüfung und auch Zwischenprüfungen. Und es ist ein einmaliges Erlebnis.